Energiebetrachtung bei einer harmonischen Schwingung. Kurz nochmal kleine Wiederholung. Was wir alles schon wissen über eine harmonische Schwingung. Wir kennen das allgemeine Elongationskraftgesetz. Wir kennen die Schwingungsdauer. T ist 2Pi mal Wurzel aus M durch D. Wir kennen das D, Richtgröße. D ist gleich M Omega Quadrat. Das wäre das, was wir schon kennen. Jetzt machen wir eine Energiebetrachtung. Wir schauen uns nochmal das allgemeine Kraftgesetz an. Das heißt, wenn wir hier den Kraftverlauf haben, in Abhängigkeit der Strecke, wissen wir ja schon, kommt eine Gerade raus. Natürlich ein proportionaler Zusammenhang. Und wir wissen, dass die mechanische Energie, wie mechanisch, immer Kraft mal Weg ist. Und wenn ich die gesamte Arbeit haben will, brauche ich natürlich wieder die Fläche unter der Kurve. Das heißt, ich brauche wieder ein Integral von S1, S gleich 0 bis S gleich irgendwo hin halt. S gleich N, irgendeine beliebige Zahl. Und ich integriere über die kleinen Differenziale der Strecke, ds. Okay, das heißt, wir brauchen wieder die Fläche unter der Kurve, die liefert uns die Energie. Nehmen wir hier halt irgendeine Strecke von mir aus S' bis hierher, war die Feder ausgelenkt. Und dann haben wir hier einen bestimmten Kraftwert an dieser Stelle, F' sei der. Das heißt, wir brauchen gar nicht integrieren, weil eine Dreiecksfläche kann man ja tatsächlich ganz einfach berechnen. Das heißt, für W mechanisch gilt dann 1/2 Grundseite mal Höhe, 1/2 S' mal F', das ist die Dreiecksfläche. Okay, für F' können wir jetzt natürlich unser Kraftgesetz einsetzen. Dann steht da 1/2 S' mal ds'. Ja, jetzt haben wir quasi für F' haben wir ds' geschrieben. Okay, da sind wir schon fertig. Dann steht da, hoppla, einhalb ds' Quadrat. Das heißt, wir haben ein hübsches Ergebnis. Die Energie einer freien harmonischen Schwingung ist wie mechanisch ist gleich wie Elongation, können wir das vielleicht auch nennen, Elongationsenergie ist gleich 1/2 ds². Das heißt, wir haben wieder eine weitere Option, um bei harmonischen Schwingungen auf Ergebnisse zu kommen. Jetzt haben wir quasi den vierten Punkt. 1, 2, 3, dann wäre das quasi Punkt
Hoppla, das wäre dann quasi Punkt 4. Okay. Schreibe ich da in Klammer dazu.